Moin Moin und herzlich willkommen bei Brickbärts Bausteine Besprechungen. Endlich wird's mal wieder wildwesterlich mit einem General Store von Blue Bricks. Und los geht es. Ja, Blue Bricks hat ja schon vor längerer Zeit den General Store aus der Blue Bricks Special oder in der Blue Bricks Special Serie rausgebracht. Hier haben wir ihn jetzt auch auf meinem Tisch stehen, Mitte der Nummer 102158. 1630 Teile sollen es sein. Stimmt, hier steht's. Und wenn man so möchte, 2,5-stöckiges Gebäude, also ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss und ein ganz winzig kleines, schmales Dachgeschoss, was aber nicht so wirklich begehbar ist. Schönes Blau, Sandblau, und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Dieses Haus, was eben auch zu den anderen Häusern, die ich bereits gezeigt habe, wunderbar passt, nämlich zur Westernschmiede, natürlich zum Vor- und auch zu der Goldmine, die rausgekommen ist bei den Blue Bricks Specials, genauso wie zum Sheriff's Office. Ich musste gerade mal überlegen, was kommt, da kam eigentlich noch raus, das Sheriff's Office. Und natürlich hat Blue Bricks ja auch in der Pro-Reihe einige Sets mittlerweile, die mit Xingbao zusammen für Blue Bricks entwickelt worden bzw. rausgegeben worden sind. Ich verstehe ja immer noch nicht so ganz die Verhältnisse, die da herrschen. Aber das ist immer so träges Wissen, mit dem ich mich, wenn ich mich mit dem in Anführungsstrichen belaste, vergesse ich es ohnehin wieder. Da habe ich den Bahnhof gezeigt. Ich werde auch noch die Kirche zeigen. Habe ich immer noch nicht geschafft. Irgendwie habe ich zu viele Sets, die noch nicht gebaut sind. Aber jetzt erstmal der General Store, über dessen Verfügbarkeit ich mich natürlich sehr gefreut habe. Und ich war ja neulich auch in einem der Blue Bricks Stores, erstmalig. Und habe auch gesehen, dass da einige vorrätig gewesen sind. Und es gibt ihn online immer noch. Zwischendurch war er gebraucht, immer zu erhalten, zu haben, aber für deutlich höhere Preise. Und bei sowas warte ich dann lieber und denke mir, der kommt irgendwann nochmal wieder. Das wird ja auch von Blue Bricks immer so kommuniziert. Und so kam dann eines schönen Tages dieses Paket hier an mit dem üblichen Aufkleber, der uns die nötigen Informationen liefert und einer digitalen Anleitung. Und das war ein richtig schöner Bild. Das hat mir ganz viel Freude gemacht. Bevor wir uns das aber näher anschauen, wollen wir einmal einen gemeinsamen Blick auf dieses Gebäude werfen. Ich stelle gerade fest, er steht hoch. Warum steht er hoch? Warum bist du denn gar nicht richtig drauf hier, du frecher General Store? So, jetzt klemmt er ein wenig. So, das Ganze nochmal. So, die Front. Man sieht blau, braun als Hauptfarben, weiße Fenster, zwischendurch ein bisschen schwarz. Sehr elegant. Es ist so eine Farbe, wo man im ersten Moment vielleicht denkt, passt das in Wilden Westen? Ja, es passt wunderbar, finde ich. Die Seiten sind, diese Seite ist ein bisschen, passiert nicht viel. Genauso die Rückseite. Aber was soll da schon passieren? Und, ups, also jetzt fällt direkt das Rad runter. Ja, wenn du mich kennst, dann weißt du, mir fällt öfter mal was runter. In diesem Fall das Rad. Hole ich gleich wieder. Sehr schön. General Store. Übrigens der Aufkleber, der ist natürlich nicht dabei. Den habe ich aus der Sticker-Kollektion von Blue Bricks. Und die habe ich mal dazu bekommen zu einem gebrauchten Set. Und ich habe die jetzt hier bei der Westernschmiede auch und beim Sheriff's Office aufgeklebt. Und hier habe ich das jetzt auch gemacht. Sieht ganz nett aus, die Fliesen dazu in weiß. Passt in diesem Fall auch gut, weil auch der Hintergrund des Aufklebers weiß ist. Ja, machen wir vielleicht nochmal von oben einen kleinen Eindruck. Wobei ich das... Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Hier scheint ein bisschen die Sonne rein. Es ist tatsächlich noch recht früh und ich habe hier Sonne. Von unten lieber nicht, sonst fällt alles raus, denn wir schauen uns gleich mal das reich bestückte Innere dieses General Store ein. Ein General Store, ja, General Store, also ein Store, wo ich besonders viele unterschiedliche Dinge bekomme, so das, was der Lonesome Rider so benötigt, wenn er durch die Prärie zieht, kann er hier käuflich erwerben für die paar Dollars, die noch in seinen Taschen zu finden sind. Und erstmal kann man sagen, baut sich, und das merkt man auch direkt wie die anderen Gebäude in dieser Blue Bricks Special Reihe,
Es ist ein bisschen erhöht hier. Also es werden Platten genutzt, da wird dann eine Brickschicht draufgebracht und dann nochmal Platten und dann Fliesen. Und das Ganze ist tatsächlich auch vollflächig gefliest, weshalb man dann bei diesem relativ kleinen Maßstab auch auf diese hohe Teileanzahl von 1630 kommt. Es ist ja deutlich kleiner, auch von der Grundfläche, als ein modulares Haus. Ja, zum Bau macht sehr, sehr viel Spaß. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich war so ein bisschen mit so ein bisschen mehr Blue Bricks Erfahrung, wird man auch kritischer, das merke ich auch. Und ich habe mich gefragt, ob mir dieses Sandblau, dieses Sandblue Spaß machen wird, aber es war definitiv so. Hier vorne sind ja überall diese Bricks modified mit den Noppen nach außen, sodass hier Fliesen drauf gesetzt werden. Und hier ist es einfach nur ganz normal gemauert. Ja, erfüllt seinen Zweck. Das ist ganz klassisch gebaut. Also es gibt hier auch keine großen Bautechniken, die einen vor Herausforderungen oder Schwierigkeiten stellen, sondern es wird ganz simpel, oldschool-mäßig gebaut, außer natürlich hier, weil hier wirklich sehr, sehr viele Bricks modified mit den Noppen nach außen sind, wo dann eben Fliesen gegengesetzt werden. Das macht ja einen sehr, sehr speziellen Holzoptik-Look und das wirkt sehr gut. Tolle Farbkombination, wie ich finde. Und insbesondere die Inneneinrichtung, die hat mir ganz viel Spaß beim Bau gemacht. So, wir beginnen mal im Erdgeschoss. Hier sind nämlich direkt die Brote runtergefallen. Ja, man bekommt Brote. Ich finde diese weißen Brote, das sind so Baguettes. Interessant. Naja, Hilfsmittel, ne? So ein Baguette. Ich bin jetzt kein Experte der historischen Ernährung, wie da die Brote ausgesehen haben. Ich glaube so aber nicht. Wenn du es besser weißt, schreib mir in die Kommentare. Ich freue mich immer über solche Details. Na, Brot, komm raus. Ich glaube auch, die sind laut Anleitung, die wie gesagt ja digital vorliegt, dunkler. Also haben diesen eher Nougat-orangefarbigen Ton. Und wir bekommen einen sehr schönen ausgestatteten General Store. Ja, und wir sehen ein großes Problem, generell bei Blue Bricks, ist mir bisher nie anders begegnet. Die Tür, die klappert nämlich, wie sie will. So, Croissants sind auch dabei, auch sehr interessant. Croissants im Wilden Westen. Klar, die sind nicht festgemacht, die fallen raus. Das ist aber auch in Ordnung. Von der anderen Seite, die Apfelkiste. Ja, wer Stevenson gelesen hat, da gibt es die Apfeltonne. Da versteckt sich dann der Protagonist und belauscht das Gespräch und weiß damit von der Meuterei. Also super, hier diese Regale, reich bestückt mit allen möglichen Utensilien, Flaschen, Gläsern und Tiegeln und was da auch alles so ist. Das finde ich richtig klasse. Wie gesagt, vollflächig gefliest. Wir haben hier in der Mitte die Kisten, hier so ein Tresen angedeutet, so eine Registrierkasse und natürlich einige Fässer. Sehr, sehr schön. Achso, und genau, Brickbuild-Vorhänge. Auch gut, gut gemacht, klug gelöst. Aber wie gesagt, gar nicht irgendwie in besonderen Bautechniken oder so. Vorne die Säulen, das kennen wir auch von den anderen Gebäuden hier. 1, 2, 3, 4. Und auch hier oben gefliest, damit dieses Gebäude, was ja modular aufgebaut ist, im zweiten Geschoss da auch drauf sitzen kann. Ist übrigens total leicht, super stabil. Das muss man wirklich, stabil. Das muss man wirklich sagen, dass sie das hier sehr gut gemacht haben. Ich habe, das habe ich zum Beispiel beim Fachwerkrestaurant gezeigt, aus der neuen Reihe von Blue Bricks oder den Blue Bricks Specials vielmehr, da sind teilweise eben ja, die Mauer nicht so im Versatz mit Versatz gebaut, sodass das ein bisschen schwierig ist, was die Stabilität angeht. Da wird dann am Ende eine Plate oder eine Teilschicht draufgelegt und dadurch wird es zwar dann natürlich stabilisiert, aber in sich ist es nicht so stabil. Und das ist hier eben überhaupt nicht der Fall. Das Ganze ist richtig schön stabil, passt sehr, sehr gut. Und es wirkt insgesamt super stimmig, weil eben alles gefliest ist. Da freuen wir uns doch, oder? Also ich freue mich drüber. So, zweites Geschoss. Ups. Auch hier mit Türen, wild klappernd. Da muss Blue Bricks was tun, finde ich. Langsam wird es mal Zeit. Ja, gut. Ist jetzt nicht so, dass ich seit Jahren Blue Bricks Gebäude vorstelle, aber es wird trotzdem mal Zeit. Das ist ja jetzt vielfach auch gesagt worden. Ich glaube, das Problem ist auch bekannt. An den Türen sollte gearbeitet werden. Die Steinequalität generell sollte verbessert werden. Zur Steinequalität sage ich gleich was, aber ich halte gerade dieses schöne Gebäude, erste Stock vom Gebäude, so rum, in der Hand. Hier haben wir einen kleinen Balkon. Der ist auch schön mit einer Balustrade versehen. Wird gut gebaut, ein bisschen, wenn dieses Braun ist, immer ein bisschen dunkelbraun reingesplasht, wenn man so möchte. Das sieht ganz fein aus. Und
ja, auch hier gefliest und hier sind sogar zwei Blumenpötte, die sind in Flat Silver, ja, das ist wahrscheinlich so Metall und da wächst irgend so ein Pflänzchen drin. Und ansonsten haben wir hier eine sehr wenig aufregende, aber schöne und nette Einrichtung. Wir haben wieder diesen Dark Tan farbenen Boden, dann haben wir eine kleine Sitzgruppe da, einen Herd, hier interessanterweise tatsächlich ohne Schornstein, also der brät da vor sich hin, ist auch in Weiß gehalten. Soll das Emaille sein? Vielleicht, keine Ahnung. Sogar ein Bücherregal gibt es hier oben beim General Store. Ist auch ganz nett. Und hier dann eben der Seite, ne? So dass es nicht blendet, so ist besser. Ein kleines Bett. Und ja, da kann man sich dann auch nach einem harten Arbeitstag und dem Versorgen vieler anderer zur Ruhe betten. Hier übrigens, diese Tür, man sieht es, die hält irgendwie. Wenn man so macht, ist sie auch, ne? Sieht man? Aber ich kann sie wenigstens festmachen. Das finde ich ganz gut. Das ist hier nicht der Fall. Und bei der auch nicht. Oh, Hilfe, jetzt fällt hier so eine kleine Fensterüberdachung ab. Sehr schön gelöst, auch die Fenster mit dieser kleinen Überdachung. Und der Fensterbalken, ich finde, es wirkt sehr schön. Ne, du hast ein bisschen 3D, so ein bisschen plastisch. Das Ganze ist fein. Und auch außen, dass hier nicht überall nur diese Teils dran sitzen, sondern diese Goldbarrensteine, ich weiß gar nicht, welche Bezeichnung sie offiziell haben, das sind so Goldbarrensteine, die machen das Ganze ein bisschen unruhiger und damit finde ich ein bisschen realistischer. Wundervoll. Ach so, unten vielleicht einmal ganz kurz. Plates und neue Reihe Plates, die das Ganze stützt, hält, stabil. So, Qualität der Steine. Türen habe ich gesagt, ich hatte einen Fehlguss. Ich habe neulich auch in den Kommentaren zum Fachwerkrestaurant, da hat eine Kommentatorin gesagt, sie konnte gar nicht weiterbauen, weil wichtige Steine fehlten. Das ist dann natürlich super ärgerlich. Das war bei mir vollständig, ist hier auch vollständig, ist aber schon jetzt ja nicht die erste Lieferung jemals, sondern es gab ja schon mehrere Lieferungen vom General Store. Ich hoffe, dass dann bei Problemen bei der Blue Bricks Qualitätsmanagement, von dem einige bezweifeln, dass es eins gibt, aber ich bin ja immer guter Hoffnung, dass es sowas gibt. Denn ich hatte auch insgesamt Fehlteile unwesentlich bisher. Fehlgüsse ist immer so ein Problem und Fehlgüsse hat man wirklich, oder hatte ich bisher in jedem Set und das finde ich muss nicht sein. Klar kriegt man nach, da muss man einfach ein bisschen warten, aber es ist schon ärgerlich, wenn man nicht weiterbauen kann. Und dann stellt man auch das fest und ich hoffe, das wird jetzt eingefangen. Es gibt Spalte zwischen den einzelnen Steinen. Es ist unwesentlich. Aber ich kriege sie nicht ganz zusammengedrückt. Ja? Also es bleiben Spalte vorhanden. Und da kann ich dann nur, obwohl ich kein Fachmann und auch kein bin und auch kein technisches Verständnis für diese Steine habe, kann ich lediglich sagen, Pech. Schade. Die Steine sind einfach von der Qualität her nicht oder noch nicht so hochwertig. Und ich finde, da kann man was tun. Auch hier, wenn ich das draufsetze, es hat so eine kleine, ja, jetzt siehst du das hier, es geht immer wieder hoch, also es liegt an der Stelle des Balkons nicht hundertprozentig auf. Ich bin ja immer eher entspannt und das sind meistens Kleinigkeiten, aber ich habe gemerkt, auch bei diesem Set, auch bei dem Fehlguss, das handelt sich übrigens um eine 1x4 Fliese, modifizierter Stein, Fliese in der Mitte und außen zwei Noppen. Die werden hier an den Rändern teilweise verbaut, um eben diese Möbelstücke dorthin zu stellen, aber eben nur so zu fixieren, dass man sie nachträglich dann auch rausholen kann, ohne irgendwie was groß zu zerstören. Und das finde ich, ich merke, dass es mich zunehmend ärgert. Und dass ich denke, Leute, was ist da los? Warum kriegt ihr es nicht besser hin? So, jetzt nochmal im Großformat hier das Dach. Super gemacht, finde ich. Sieht klasse aus. Und die Dachflächen auch hier. Man geht ja verschwenderisch mit Fliesen und dergleichen um. Ne? Das ist schon cool. Das, finde ich, kann man nicht anders sagen, dass das schon cool ist. Hinge-Elemente machen diese Schräge. Und damit wirkt das Ganze richtig top. Draufsetzen ist kein Problem. Es ist eben modular und es funktioniert sehr, sehr gut. So, das Essen bleibt mal hier neben. Das kennst du schon von mir, ich stelle es neben andere Gebäude. Und das muss sein, um zu sehen, wie das Ganze aussieht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und einfach mal nur so ein kleiner Einblick hier mit drei Blue Brick Specials. Naja, was
zusammen gehört, soll zusammen stehen. Ich habe das einfach mal gemacht. Die Westernschmiede, die war eigentlich durchgängig erhältlich. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt aussieht, aber die ist wohl weggekauft worden von Interessenten. Es gibt ein paar Bestände, keine Ahnung. So ein Interesse scheint da an dem Teil nicht zu bestehen. Das Sheriff's Office war zwischendurch ausverkauft, habe ich ja auch gezeigt. Meines Wissens, mein letzter Stand ist, es auch wieder da. Und jetzt hier der General Store. Ist natürlich völlig unsinnig, das so hinzustellen, weil dann ist dieses Fenster hier völlig obsolet und dieses Fenster auch. Ich habe es jetzt deswegen gemacht, damit es auf dem Bild konsistent aussieht. Und man stellt natürlich gleich fest, General Store deutlich höher. Und von der Grundfläche her natürlich auch breiter als zum Beispiel das Sheriff's Office. Und die Westernschmiede, die hat aber, ich weiß gar nicht, ob den gleichen, ich glaube sogar den gleichen Grundriss, wenngleich das Gebäude nicht ganz so tief ist. Hier steht das direkt an der, am Plattenende und hier steht es eine Noppe nach vorne versetzt, sodass man hier umlaufend eben noch eine Noppe der Platte hat. Genau, und auch hier die kleinere Grundfläche, aber auch hier direkt am Rand stehend. Ich finde aber, es passt wunderbar zusammen und jeder von uns, der mal Western gesehen hat, kennt natürlich diese Bilder, wenn in Westernfilmen diese Gebäude nebeneinander stehen. Und ich finde, dieser Look ist hier schön eingefangen. Ich habe auch richtig Lust, eine Western-Welt zu bauen. Ich komme überhaupt nicht dazu. Du siehst im Hintergrund, ich habe ein bisschen was umgebaut. Ich wollte es mal umgestalten. Das dauert dann irgendwie so 1-2 Stunden und dann hat man schon wieder keine Zeit und auch die Urlaubszeit war viel zu kurz und da ist viel zu viel los gewesen, als dass ich hier hätte mich intensivst aufhalten können, so wie es eigentlich der Plan war. Das gehört natürlich hier nicht hin, das habe ich jetzt einfach der Form halber mal liegen lassen. Und ich finde, das ist sehr, sehr schön. Auch hier, das findet sich wieder. Die Töne, die Farbtöne natürlich und auch die Art und Weise, wie die Häuser designt sind. Konsistente Geschichte. Das heißt, ein General Store, ideale Ergänzung. Ich finde, er hat mir am meisten Spaß gemacht. Das muss ich sagen. Auch weil die Einrichtung, gerade das Erdgeschoss, also der Store-Bereich, das ist total super. Und der Bau überzeugt einfach. Und wo ich jetzt da angelangt bin, komme ich doch auch gleich zu einer Gesamtwertung. 1630 Teile mit einer digitalen Anleitung werden zu einem General Store zusammengebaut. Wir haben die typischen für Blue Brick Specials vorhandenen Western-Farben zusammengefasst. Tan, Dark Tan. Dann haben wir Brauntöne, die unterschiedlichen Schwarz-Weiß für die Fenster. Und dann haben wir aber hier eine sehr schöne im zurückhaltenden Sandblue gehaltene Mauerkonstruktion. Das Ganze, finde ich, hat auch nochmal so einen etwas anderen Stil, vor allem in der Zusammenschau, was das Ganze im Bau auch ein bisschen farbenfroher und damit schöner macht. Alles irgendwie logisch, alles zwar jetzt nicht besonders aufregend, aber doch ein entspannter und schöner Bau. Ein Fehlguss, der so ein bisschen genervt hat. Das Teil sieht man jetzt nicht. Da schwebt einfach das Bett an der Stelle jetzt in der Luft. Und wenn ich dann den Ersatzstein, habe ich noch nicht bestellt, werde ich noch machen, wenn ich den dann bekomme, irgendwann wird er da reingeklickt, ob der jetzt da ist oder nicht, ist mir eigentlich Pumpe, weil ich das von außen nicht sehe. Dennoch ist es natürlich eine schöne Geschichte, wenn man ein vollständiges Set hat. Man bezahlt ja auch 75 Euro. Ja? Und da möchte man natürlich vollständige Steine haben. Steinequalität insgesamt so, dass man nicht das Gefühl hat, dass irgendwas kaputt geht. Keine besonders herausfordernden Bautechniken, aber an vielen Stellen so, dass man das Gefühl hat, hier hat jemand nachgedacht. Bei der Mauerkonstruktion, bei der Treppenkonstruktion hier, das ist so ein bisschen frickelig hier hinten. Die Türen sind nach wie vor nervig, aber da die bei mir eh geschlossen sind, stört mich das jetzt nicht weiter. Das ist jetzt so eine Nuance, wo man überlegen muss, zieht man jetzt für die genannten Schwachstellen ein bisschen was ab, also ich, oder mache ich das nicht? Und ja, ansonsten eine sehr, sehr schöne Ergänzung und ich finde auch die notwendige Ergänzung für diese Westernstraße. Denn durch dieses Blau in der Mitte und auch durch diesen Größenunterschied kommt einfach noch mal mehr Varianz rein in das Ganze, in die ganze Szenerie. Und ich hätte tatsächlich gerne noch ein, zwei weitere Blue Bricks Specials für diese Westernstadt. Der Saloon, der ja auch vielfach besprochen wurde. Ich habe ihn noch nicht gebaut. Er ist mir einfach ein bisschen zu teuer oder war mir zu teuer zu der Zeit und ich habe mich noch nicht durchgerungen, ihn zu kaufen. Das passt für mich nicht hundertprozentig zu diesen Sets. Insofern
Vielleicht kommt ja noch was, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Hier fehlt mir dann vielleicht noch ein Saloon oder der berühmte Sargmacher. Den hat man natürlich auch immer gerne da. Oder vielleicht eine Kutsche. Ja? Warum auch nicht? Nach all dem Genannten und Abwägung hin und her gebe ich diesem General Store von Blue Bricks eine abschließende Wertung von 5 von 5 möglichen Brickbärten. Trotz der Schwächen, der leichten Schwächen und dem auch, habe ich ja gesagt, leicht zunehmendem Ärger. Ärger ist ein schweres Wort. Es nervt ein bisschen. Aber insgesamt hat mir das doch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das sind Sachen, die haben den Bau jetzt nicht behindert und schmeißen mich nicht zurück irgendwie. Und ich habe mich gefreut, ich möchte gerne bauen und kann ich nicht weiterbauen. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte ich natürlich auch was abgezogen. Aber so bekommt man ein Modell, ja, wie ich es mir eigentlich immer gewünscht habe. Ein schönes, geschlossenes Gebäude, einen schönen Bau mit zufriedenstellenden Teilen. Da geht es noch besser, aber dadurch, dass hier eben keine Bautechniken vorliegen, die einen dann so das Ganze madig machen, weil es nicht richtig funktioniert. Ja, ich habe da leider ja immer die Burg im Hinterkopf, wo die Steine das nicht möglich machen, diese spannende Bautechnik vernünftig umzusetzen. Ist das eine gute Sache. Ja, was sagst du zum General Store? Du kennst ihn bestimmt schon, ist für dich ein alter Hut, du hast schon tausend von Reviews gesehen. Ich habe mir tatsächlich kein Review angeguckt. Ich möchte bei Sets, die ich selber noch bauen möchte, mich da einfach nicht beeinflussen lassen. Und ich bin ja auch jemand, der dann das kauft, worauf er Lust hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er jetzt hier steht. Ja, schreib mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer zu hören, was du dazu sagst. Was habe ich vergessen? Worauf hätte ich noch Wert legen sollen? Was fehlt in der Wertung, in der Analyse bzw. auch in der Besprechung? Und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, freue ich mich natürlich auch sehr und sage bis denn bei Brickbert. Und im Übrigen meine ich, dass wir mehr Burgen von Klemmbausteinherstellern benötigen.